Und hier sind wir wieder, oder immer noch, meine Wenigkeit und Calvin Jones. Yo, schön, dass du noch da bist. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten, und ich wollte mit dir nochmal über das Pillow-Video reden. Mhm. Da ist eine Nacktszene in dem Video. So, du bist dieser Profi-Journalist, dieser Profi-Moderator. Investigativ, ja, ne? Investigativ, sehr ernst. Okay, so, ja. Okay. Ja, es war, you know, es war... Okay, ich kann das machen. Ja, wir haben diesen Nacktmoment, ja. Es ist für die Leute. Du hast natürlich keine Badehose an, ne? Natürlich. Keine Badehose, es ist voll... Krass. Das ist krass. Es war nicht meine Idee. Es war so, es war der Direktor, Marvin. Er hat gesagt, hey Calvin, ich habe eine Idee. Was geht, wann du bist vielleicht in dieser nächsten Szene Nacht? Und ich dachte, ha? Was ist das denn? Aber ja, ich mag das, weil ich bin ein Künstler. Ich bin ein sehr guter Künstler, so ich mache alles. Ja, und eine Nacktszene ist auch wichtig, dass man Sex sells. You know what I mean? Genau, das ist warum ich bin hier. Okay, so ich habe vor 5 Jahren gewartet für diesen Interview, und nach dieser Nachtszene, ich bin endlich hier. Ja, so jetzt, es funktioniert. Jetzt steht deinem weltweiten Durchbruch nichts mehr im Wege. Mit deinem Stahlbody. Aber es ist wirklich, das macht total Laune, das Video. Also generell, gibt es eigentlich irgendjemanden, der dich nicht mag? Nochmal? Gibt es irgendjemanden, der dich nicht mag? Ich hoffe nicht. Also kann man dich nicht mögen? Ich hoffe, like so, someone who doesn't like the video or just me? Both. You. Vielleicht meine Freundin, manchmal, natürlich. Ich bin, you know, ich spreche zu viel, ich bin zu viel, und wir sind zusammen in, okay, es ist ein bisschen ein Geheimnis, aber zusammen im Bett, es ist nicht nur mir und meine Freundin. Es ist 3 im Bett, weil ich habe eine dritte Freundin im Bett. Oh mein Gott. So es ist. Fancy, schmancy and sassy. Let me see the tongue. Hm? Wow. Can we get a focus? Can you? So, ja, ich hoffe... So siehst du aus, wenn du schläfst? Ja, ja. Das ist, okay. Wir haben 30 in meinem Haus, zu Hause natürlich. Was denkst du? Echt, was denkst du? Ups. Alles klar, hörst du mich? Also, ich würde es mir jetzt nicht ins Bett legen. Aber ich finde es super, dass, obwohl ich finde es auch ein bisschen schräg, dass dieses Kissen bei dir und deiner Freundin so als drittes mit im Bett liegt. Und schmust sie mit dem Kissen oder mit dir? Ja, es ist, ich bedanke, dass du hast diese Frage gefragt, weil ja, es ist sehr kompliziert in meiner Beziehung. Ich bin der zweite Mann in meiner Beziehung. Erster ist das Kissen. Es ist sehr, sehr schwer. Das ist auch immer brav, das Kissen. Erzählt nichts Doofes und so. Gibt es auch ein Kissen mit deiner Freundin drauf? Oh, sehr gute Idee. Nee. Weil du bist ja jetzt wahrscheinlich dann demnächst, wenn man das wieder darf, bist du wieder viel unterwegs. Mhm. Und dann kannst du nämlich, wenn du in Hotels bist, kannst du ein Kissen mit ihrem Foto draufnehmen und damit schmusen. Fantastische Idee. Mhm. Fantastische Idee. Warum nicht? Ja, das hatten wir ja vorher schon in der Sendung. Weil, also wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist man immer im Hotel und das zweite Bett ist immer frei. Mhm. Ja. So, und dann mache ich aus der zweiten Decke und dem zweiten Kissen baue ich so meine Frau nach. Ist auch ein bisschen Ballerballer, aber das haut voll. Ich kann dann besser schlafen. So, aber ist das 2 für den Check-in oder was mache ich mit Rezeption? Ah ja, ja, wir haben 2 Leute hier, ich und ich. Ja, du musst es dann ansagen, weil sonst kriegst du ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung und dann fehlt nämlich die zweite Decke und das zweite Kissen. Damit das Hotel spart. Was immer total gemein ist und dann fühlt man sich immer ganz schlecht. Okay, ich probiere das nächstes Mal. Ich probiere das. Und ich kann ein Video zu Ihnen schicken. In diesem Moment. Hattest du, als du ein Kind warst, ein Schmusekissen, das du immer dabei hattest? Nee. Nee. Ich kenne viele Leute, die hatten das. Ich nicht. Aber mein Bruder zum Beispiel. Echt? Okay.
Ich glaube dir nicht. Doch, immer wenn wir in Urlaub gefahren sind oder irgendwie unterwegs waren, dann hatte der sein eigenes Kissen dabei. Und dann hat er das immer so an die Autoscheibe gelegt und dann hat er drauf gepennt und so. Und ohne das Kissen ging er nicht aus dem Haus. Wow. Ja. Vielleicht das ist das Nächste. Leute, du kannst diese Kissen kaufen hier bei Markus. Markus hat 15 Kissen für ihn, aber für dich, für euch vielleicht eine Kissen. Aber bei Markus, du kannst diese Kissen hier kaufen. Das ist wirklich das schönste Kissen, was ich jemals gesehen habe. Danke, danke schön. So. So. Wir hatten ja in der Sendung auch schon ein paar Freunde von dir und Kollaborationen. Du bist ja jetzt über verschlungene Wege in Deutschland, in Berlin gelandet und hast hier sehr viele Freunde in kurzer Zeit gewonnen. Ja. Ja. Also, hast du jemals Friends geguckt, die TV-Serie? Like, have I seen other my friends on here? Die Friends, die Serie, die jetzt in der Reunion hatten. Oh, no, ich glaube, es ist nicht, weil ich bin so lustig und so schön, das ist, warum ich habe so viele Freunde. Aber ich glaube, es ist echt nur, dass die Leute hier sind so freundlich. So, vor 5 Jahren war ich beim Tour mit Mark Forster. Das war meine erste Tour in Deutschland. Das war zusammen mit Mark Forster. Mark Forster war natürlich sehr ein großer Künstler, viel größer als ich, you know, much bigger musician. Und ich dachte vielleicht, das ist die normale Dinge, wenn du gehst auf Tour mit einer Musician, einer Künstler, das ist viel größer. Es ist nur hi, ciao, es ist nur das, you know. Ja. Small conversation, nothing much. Aber wir haben jeden Tag gesprochen über Musik, über alles. Wir haben, you know, es war ein echter Freund, ein echter, you know, sehr freundlich. Und ich kann, you know, 5 Jahre später, ich kann dann Nachrichten senden zu Mark und fragen, hey Mark, ich habe ein bisschen eine Frage, ich bin, you know, nicht so sicher über dieses Single, was denkst du? Und, you know, 5 Minuten später ist es kein Stress von Mark. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Single, bla bla bla. Und das vielleicht ist anders von vielleicht der Musik-Scene. In England, es war für mich ein bisschen anders. Es war nicht so freundlich, ein bisschen mehr. Das sind meine Dinge, das sind deine Dinge. Und, you know, we don't mix together. So, wann ich war hier in Deutschland, ich dachte, okay, das für mich ist besser für mich. Also ich mag das, wenn du kannst mit allen sehr freundlich sein. So, das ist, ja, es ist ganz einfach. It's really not thanks to me, it's just everyone here is just friendly. Es gibt ja auch ein Video, weißt du noch, welche Freunde von dir in dem Video auftauchen? In deinen Videos? Oh man, das war letztes Jahr. Ja, vielleicht. Aber das Problem ist, dass natürlich mit diesem Stress, mit TV, mit der Sexy Markus, es ist zu viel für mich zu allen erinnern und dann ich vergesse eine Person und dann habe ich ein Problem. Wie hast du Alvaro Soler kennengelernt? Oh, das ist eine gute Geschichte. Der war nämlich auch hier und hat auch gesagt, du bist ein super Typ. Alvi, stop it. So, das ist eine sehr, sehr gute. So, das ist ein bisschen peinlich für mich, weil ich hatte einen Song, heißt Call You Home. Ja. Ich hab dein erster Mega-Hit. Stop it. Danke. Aber yeah, echt, ja. So, und Alvaro hat diesen Song gehört und er war nicht Alvaro Soler, er war nur, you know, he wasn't even famous, er war nicht berühmt. Ja. Und er hat diesen Song gehört und er hat mich beim Instagram eine DM gesendet. Hey Kelvin, I love your song, you know, ich habe Call You Home gehört, das ist so eine gute Song, ich liebe diese Musik. Ich habe diese Texte nicht gelesen. Ich habe nicht, ja. Und 3 Jahre später, ich war beim Tour mit Alvaro. Es war der Tour von Alvaro und ich habe einen Text auf Instagram gesendet. Hey Alvaro, danke für diese, you know, that I can support you. Und dann habe ich diesen Text von vor 2 Jahren gelesen. Oh. Es war so peinlich. Oh, thanks man. So, sorry Alvi, sorry. Aber danke, dass du Call You Home magst, Sophie. Aber ja, so wir haben kennengelernt zu dieser Zeit hier mit der Tour. Das war das erste Mal. Aber es ist ja keiner nachtragend. Alle mögen dich jetzt gerne. Mhm. Du bist jetzt seit 3 Jahren in Berlin, ne? Zwei Jahre. Zwei Jahre? Mhm, 2 Jahre. Warum gerade Berlin? Und bleibst du hier für immer? Es ist ganz einfach der Grund. Es ist, Berlin ist der Dönerland. Ich liebe so viel Döner. Wirklich? Es ist mein Lieblingsessen. Und das war der erste Grund, warum ich hier bin. Musik ist
zweiter Grund natürlich. Aber hast du Mustafa gegessen? Ja, ja, klar, der Gemüsedöner. Das ist natürlich mega. Aber gibt es das nur in Berlin? Wahrscheinlich. Es ist der Beste in Berlin. Huh. Nicht nur in Berlin, aber natürlich. So, in England, wir haben Döner, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nur nach, wann du bist betrunken und sagst, oh ja, dieser Döner, ach, nicht etwas Spezial. Aber hier in Berlin gibt es so gut Döner, so gutes Döner. Und natürlich, mein Label ist hier und mein Manager ist hier und die Leute hier sind und deine so Musik mögen die Leute besonders in Deutschland? Ja. Kommt super an hier. Ja, das weiß ich nicht warum. Aber danke schön. Danke. Das ist nett. Wo hast du so gut Deutsch gelernt in so kurzer Zeit? Oh, kann ich ehrlich sagen. Okay, es ist vielleicht ein Geheimnis, aber ich mag diese Trinkspiel mit meinen Fans. Ich mag einen Livestream. Ja. Und wir machen diesen Livestream ein Trinkspiel. Und die Regel ist, dass ich muss nur auf Deutsch sprechen. Und wenn ich habe ein Englischwort gesagt, dann wir allen muss einen Shot nehmen. Und so, wir machen, ja, wir spielen, klein Geheimnis, für mein Label, ich mag das nicht. Das ist nur Witz. Aber ja, das macht sehr viel Spaß, weil für mich es ist zu schwer zu lernen, wenn es macht keinen Spaß. Ja. So, es ist sehr wichtig, dass für mich, dass ich spreche und es macht Spaß und es ist nur, you know, just joking around. And that's, für mich, das, ja, das wäre mir einfacher zu lernen, durchzulernen. Guckst du auch Kindersendungen? Da lernt man ja auch ganz gut Deutsch eigentlich. Ein bisschen. Ich habe, kennst du dieser Kung Fu Panda? Ja. Das ist eine von meinen Lieblingsshows. So, ich habe diese. Ich bin eine Ernst Künstler, okay, Markus? Okay. Schon klar, ja. Okay. Kung Fu Panda. Okay, von Kung Fu Ernst. Panda, ja. Meine Kissen, nackt sehen in Pillow. Ja. Kein Stress, ich bin ein Ernst Künstler. Ja. Aber ja, das, ich habe das vielleicht viermal auf Deutsch gesehen. So ich habe 10-mal auf Englisch gesehen. So es ist ganz einfach, so auf Deutsch das auch schauen. Ja. Findest du Deutsch sexy, die Sprache? Auf einer Skala von 0 bis 10? Wichtige Frage. So, wann, vor 5 Jahren, ich sage, nee, natürlich nicht. Es ist Deutsch, es ist too hard, you know, too strong. Aber jetzt verstehe ich mehr Deutsch und ich will, you know, you hear more of these Hallochen, you know, these cute words that you don't even think of in English. Ja. You know, it's like, oh, das ist sehr süß, Hallochen, das ist so, you know, so süß. Sexy? Sexy? Vielleicht ein Beispiel, ein kleines Beispiel von dich. Was ist sexy Deutsch? Can we focus? Hast du jemals einen deutschen Porno geguckt? Nee. Dann würdest du, wenn du das mal machst, dann wirst du feststellen, dass Deutsch die unsexyste Sprache der Welt ist. Habe ich das geguckt? Also deutsche Pornos, wie die Leute da miteinander reden, da will man nie mehr Sex haben. Nie mehr. Oder anders gefragt, Kevin, wenn deine Freundin mit dem Kissen Dirty Talk macht, redet die Deutsch oder Englisch? Nur, no, okay, vielleicht ich kann das nicht sagen, aber warum nicht? Okay, I'm sorry to my girlfriend who's watching this. Die ist Deutsche, deine Freundin. Okay, ja, sie ist Deutsche. Ja. Oh, I shouldn't say this, I'm sorry, I'm gonna say it. So, wir sind zusammen 5 Jahre, weiß nicht, und wir haben, einmal Deutsch reden probiert, Deutsch Dirty Talk probiert. Und das war nur vor 10 Sekunden. Und ich sagte, nope, das funktioniert nicht. Nee. Siehst du? Es war in diesem Moment, es war like, so, nope, 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 stop. Pineapple, stop. Habe ich mir schon gedacht. Weil Deutsch. Aber vielleicht Französisch? Das, ach so. Ja, ich spreche ein bisschen Französisch, ja, aber... Probier doch das mal. Marcus. 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 Quel bon. Quel bon. ich bin ein ernster Künstler. Mhm. Zurück zu dieser ernste Frage. So. Welche ernste Frage? Ich bin Investigativjournalist, ja. Mir fällt aber keine einzige ernste Frage ein. Vielleicht, was mich schon interessieren würde, ist deine Kindheit, die du ja bis zu deinem 9. Lebensjahr in Simbabwe verbracht hast. Mhm. Kannst du so ein bisschen was darüber erzählen, wie dein Leben damals aussah als Kind? Mhm. Ja, so was deine Eltern gemacht haben und wie ihr dann
nach England gegangen seid? Genau, genau. So, ja, ja, du hast recht, ich war in Zimbabwe geboren. Und wenn ich war 10 Jahre alt, wir haben von Zimbabwe zu England gehen. Und das für mich ist so, es ist eine, so ich habe schon gesagt, meine erste Song oder Single, was eine Song heißt, Call You Home. Und die Frage in dieser Song war, was ist Heim? Was ist was ist zu Hause? Was ist, what's your home? Mhm. Genau. Und für mich ist es immer eine Frage, weil meine Eltern jetzt sind in Dubai und mein Bruder ist in England und ich bin natürlich hier in Berlin und meine ganze Familie sind in Zimbabwe so und meine Freundin ist hier in Berlin, so ich habe kein, es ist schwer für mich zu sagen, was genau ist meine Familie, aber meine Heim. Es ist immer eine Frage, dass ich habe. Du so hast ja mich, schon dein drittes, also nach Zimbabwe und England ist Deutschland jetzt deine dritte Heimat? Ja, ich hoffe, es ist nicht für mich zu sagen, für die deutschen Leute zu sagen, aber ich probiere, you know, zu der Sprache lernen und die Dinge voll lernen, die Culture, you know. Du bist ja dann, als du dann in England warst, da hast du ja ein bisschen angefangen schon Musik zu machen, hast in der U-Bahn auch gespielt und so, mhm. und hast aber dann auch noch ein Maschinenbaustudium gemacht. Vor 3 Wochen. Ja, so drei mehr Wochen. Schlecht als recht. Ja. Mhm. Hättest du dir jemals vorstellen können, in der Richtung überhaupt zu arbeiten? Like, did I ever think I'd work in Maschinenbau? Zu meinem Papa, ja, natürlich, aber nee. Es war nur so, okay, so ich habe mit 16 Jahren habe ich Gitarre gelernt und es für mich nach diesem Moment, ich war fertig mit allen anderes. Es war nur Gitarre für mich. Das war der einzige Ding, das ich, you know, ich habe geliebt. Es war okay, alles sind Gitarre, alles sind Musik von diesem Moment. Aber natürlich, das ist nicht Leben. Du kannst nicht nur, okay, jetzt spiele ich Gitarre und kein mehr, you know, die Universität oder diese Dinge. So, von meinen Eltern habe ich Maschinenbau studiert, aber echte vor 3 Wochen. Aber von meinen Eltern vor fast 4 Monaten, aber für 3 Wochen und dann kein mehr, denn das war nur Musik. Dann mussten dir deine Eltern genehmigen, erlauben, dass du Musiker wirst und das war schwer. Das war, wir haben für echt vor 1 Monat geschlacht, like we fought, like we argued about this. So in diesem Moment habe ich Call You Home geschrieben. Ich war 19. Und 1819. In diesem Moment habe ich diese Song, es hat viral gehen. Es war weltweit, you know, USA, Good Morning America. Stimmt. Und ja. Dann habe ich meine Papa angerufen und gedacht, okay, so, Dad, kann ich vielleicht dann, you know, Künstler sein? Und mein Papa hat gesagt, nee, du kannst beides machen. Du kannst, you know, das war für meine Eltern natürlich, sie hat Angst, you know, it's diese. Dieser Beruf ist nicht so sicher, ja. You know, was du probierst zu machen, das zu machen. So, von meinen Eltern vor einem Monat, sie hat gesagt, nee, du musst beides machen. Und dann, in den letzten Tagen habe ich gesagt, okay, so kann ich vor 1 Jahr diese Dinge probiert. Und wenn es funktioniert nicht, dann ich komme zurück zum Universität. Mein okay. Vater hat gesagt, okay, 1 Jahr. Mhm. Und in diese Jahre habe ich ein Gold for Call You Home und bin ich hier und bin ich nackt in dem Pillar-Video. Ja, läuft. Ja. Ganz großer Künstler. Das ist überhaupt, ich habe auf deinem YouTube-Kanal, bei dem Info steht, Musician, klar, Comedian, verstehe ich jetzt auch, und Actor, der Nacktszenen spielt. Also stimmt alles drei. Du bist ein ganz großer Künstler. Und es gibt bei TikTok diese wunderbare Celebrities You Didn't Know Were African-Geschichte, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Also, Comedian haut voll hin. Du bist wirklich lustig. Ich kann nicht. Okay. Ich weiß nicht, warum ich denke, diese Dinge ist nur für mich. Ich glaube nicht, wann andere, like, wann anderen Leute hast diese Video gesehen. Social Media, ich, das ist nicht ja, für dich. Ja, das ist genau, was ich denke in diesem Moment. Ja. Ich denke, okay, ich mag diese, you know, stupid accent and stupid thing, whatever. Nur für mich. Aber jetzt sind wir hier bei Deluxe und du hast dieses Frage gefragt. Ja, weiß ich nicht. Es macht sehr viel Spaß. You know, Leben ist Spaß. Warum nicht? Ja, haben wir auch sehr großen Spaß gemacht mit dir. Wir sind schon am Ende angelangt. Letzte Frage. Mhm. Wie sieht dein Jahr 2021 aus? Was hast du musikalisch geplant? Kommt vielleicht irgendwann ein Album?
Willst du auf Tour gehen? Ich kann nicht sagen, you know, wenn ein Album kommt. Vielleicht dieses Jahr, aha, aber ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht. Ja. Okay. Aber live spielen willst du vielleicht ein bisschen dieses Jahr, wenn es geht. Live spielen. So, vielleicht so kleine Open-Air-Geschichten? Nee, ich glaube, wann die Leute haben dieses Pillow-Video gesehen und wann ich so sexy in dieses Video gehe, es ist besser, wenn die Leute warten. Es ist ein bisschen gespannt. So, ich glaube, vielleicht nächstes Jahr. So, dieses Jahr mit Avro, Nico, alles klar. Okay. Aber für Kelvin, er muss warten. Die Leute sind heiß nach dem Kissen. Freuen sich auf dich. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das macht sehr viel Spaß. Kelvin Jones, Musiker, Comedian und Schauspieler. Ernst, Musiker. Und ernst auch, und ernst. Natürlich. Super, danke.